Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit dem ersten Level von Mainz 05. Und seit zwei Spielen herrscht wieder richtig Hoffnung hier in Mainz. Nach zwei Siegen gegen den 1. FC Köln und zuletzt den 4:0 gegen Braunschweig sind wir realistisch gesehen wieder auf Europa League Kurs, denn wir sind punktgleich mit den Bremern auf Position 8 bzw. die Bremer auf Position 7. Der momentan zur oder höchstwahrscheinlich zur Europa League berechtigen könnte. Aber wir müssen natürlich weiter fleißig Punkte sammeln. Vielleicht auch heute, auch wenn es sehr schwer wird, in der Veltins Arena in Gelsenkirchen, wo wir beim FC Schalke 04 zu Gast sind. Der momentan Tabellenzweite, wenn ich mich nicht täusche, mitten im Meisterschaftskampf. Und das werden wir natürlich versuchen trotzdem, ja, wie soll man sagen, mit vollem Selbstbewusstsein auf jeden Fall diese Sache anzugehen und hier Punkte mit nach Hause zu nehmen. Wie gesagt, es wird schwer, aber wir werden unser Bestes tun. Die Motivation nach dem 4:0 gegen Braunschweig ist in die Höhe geschossen. Die Spieler sind wieder voll motiviert und ich hoffe, das wird uns dabei helfen, auch den FC Schalke, den Knappen, das Leben heute schwer zu machen. Aber es wird eine ganz, ganz harte Aufgabe. Unter anderem Julian Draxler, der beste Vorlagengeber. Auch in dieser Saison wieder in Topform. Bereits 10 Saisontore. Da müssen wir höllisch, höllisch aufpassen. Gehen wir es an. Veltins Arena. Spieltag Nummer 23 müsste das sein. FC Schalke 04. Mit dem Videowürfel ganz oben. Die Veltins Arena. Während die Bundesliga-Hymne so ganz leicht im Hintergrund zu sehen ist, laufen die beiden Mannschaften ein und begrüßen das Schiedsrichtergespann. Schalke natürlich haushoher Favorit heute. Wir gucken gleich nochmal auf die Tabelle. Ich glaube, die Schalker sind tatsächlich Tabellenzweiter. Und das ist Adam Schalay, der ehemalige Mainzer, der für, ich glaube, 7 Millionen Euro waren es, vor 2 Jahren zum FC Schalke gewechselt ist. Aber dort auch noch nicht so richtig, richtig glücklich geworden ist. Das ist unser aktuell teuerster Neuzugang, Alexander Dragovic, gegen Braunschweig debütiert und gleich die 1:0-Führung geköpft. Ein unglaubliches Debüt des Österreichers. Und wir sehen, Schalke ist tatsächlich Tabellenzweiter. Clemens und Matip bereits mit 4 Gelben, vorbelastet. Die müssen aufpassen mit gelben Karten, da müssen wir uns nicht vorfürchten. Uschida Ayan, überraschend in der Innenverteidigung, großes Talent. Christian Fuchs, auch ein ehemaliger Mainzer, ebenfalls Österreicher, links hinten in der Kette. Und die Mainzer 11, die sollte uns bekannt sein, denn die ist unverändert gegenüber dem 4:0 gegen Eintracht Braunschweig. Sprich auch heute mit 2 Spitzen, Della Fiore und Lacazette, der zuletzt doppelt getroffen hat. Gegen Schalke will ich allerdings von der Grundordnung gleich mal ein bisschen defensiver einstellen. Aber trotzdem wollen wir versuchen, hier guten Fußball nach vorne zu spielen. Schändler. Alexander Dragovic. Stuttgart geht gegen Hertha in Führung. Die beiden Vereine sind knapp hinter uns. Das ist Fabrice in St. Kalla. Will durchstecken. Abseitsverdächtig von Lacazette. Oh, fast der Ball gewinnt durch Julian Koch. Das ist Adam Schalay, der Ungar. Auch bereits 8 Saisontore. Kein Foul von Lacazette, da ist Clemens einfach gegen den Franzosen gelaufen. Und St. Kalla, überragendes Zuspiel. Bittencourt, oh, der Fiore geht weg. Fast noch behindert, oh, gute Flanke von Bittencourt, schade. Koch kommt nicht dran. Der ehemalige Dortmunder, für ihn natürlich auch ein besonderes Spiel heute. Schändler, Nikolai Müller überrascht, dass der Ball ankommt. Koch, der Fiore. Das ist ein super Zuspiel! Auf Lacazette! Urreich kommt zögerlich raus, der ehemalige Stuttgarter Keeper. Und wäre der aufs Tor gekommen, da hätte Urreich keine Chance gehabt. Ja, dreimal müssen wir uns die Wiederholung auch nicht anschauen. Riesenchance. Die erste für die Gäste, die sehr gut in die Rückrunde gestartet sind mit 2 Siegen. Oh, jetzt der Fehlpass von Koch. Schalay. Koch holt ihn sich zurück. Koch,
Komm, Koch. Oh, schade, Ushida. Und Aya noch dazwischen. Wieder Schalai, der sich sehr weit fallen lässt. Als einzige nominelle Spitze. Marco Höger, guter Ball. Schalai. Schönes Spiel von den Schalker, muss man sagen, Fuchs. Hab gerade den Ball aus den Augen verloren. Sehr gut gemacht von Müller. Schändler. Zurück zu Müller. Da ist jetzt Platz, weil Fuchs mit aufgerückt ist. Nikolai Müller. Kein Abseits von Johannes Geis. Gut gespielter Konter. Geis. Della Fiore kommt nicht dran. Ushida gewinnt das Kopfballduell. Konter. Julian Draxler. Dreh- und Angelpunkt. Bei den Schalkern. Clemens, der Ball ist zu lang. Bittencourt ist da. Und Sankara. Und super Flügelwechsel. Nikolai Müller, Probleme bei der Annahme. Dann ein bisschen zu umständlich und zu langsam gespielt. So, nochmal die Seitenverlagerung. Fabrice Sankara versucht wieder Lacazette in Szene zu setzen. Sein Landsmann. Aber der Ball, kein Problem für Sven Ulreich. Kenan Ayan, Leon Goretzka. Verfahren. Mit dem Fehlpass, Della Fiore. Julian Koch. Della Fiore holt sich jetzt auch die Bälle von weit hinten. In Sankala. Geis. Lacazette. Drehung gegen Matip, den Kapitän. Und nächste Parade von Sven Ulreich. Ja, Joel Matip, vielleicht nicht der wendigste. Da kann sich Lacazette mit seiner guten Technik, mit seinen guten Dribblings vielleicht mal den ein oder anderen Vorteil verschaffen. Und wir werden die nächste Standardsituation treten. Hat zuletzt zweimal geklappt in Folge. Jetzt in Sankalas Ecke, aber die war zu schwach. Dragovic, wie gesagt, gegen Braunschweig. Erstes Spiel, erstes Tor. Auch hier gerade wieder vorne mit gewesen. Aber der Ball war deutlich zu ungenau. Julian Koch, nächster Ballgewinn. Schalke etwas verunsichert. Mainz hält hier gut mit. Nikolai Müller. Lacazette. Holt ihn sich zurück. Super gemacht. Langer Ball Richtung Della Fiore. Aber Ayhan passt auf. Koch kommt nicht ran. Fuchs. Draxler. Schalai. Ach, gut gemacht. Draxler wieder. Goretzka. Der Bochumer Jung. Behält den Ball. Und legt raus für Verfahren. Den vielleicht besten Techniker in den Schalker rein. Ushida. Da hat Verfahren kurz gepennt, aber kriegt den Ball noch. Ushida. Kavovic rausgerückt, muss wieder zurück. Aber Jonathan da. Aber genau vor die Füße von Ushida. Jetzt die Schalker Druckphase hier. Wir müssen aufpassen. Denn da ist die erste Möglichkeit für die Knappen. Für die Königsblauen. Gut gespielt von Ushida. Und dann ist Dragovic in der Mitte zu weit weg. Von Adam Schalai. Oben links nochmal eingeblendet. Der ehemalige Mainzer. Wie gesagt, bereits 8 Saisontore. Der weiß auch, wo das Tor steht. Goretzka. Guter Ballgewinn von Geis. Oh, wollte da Lacazette in Szene setzen. Aber Draxler gut mit zurückgearbeitet. Verfahren. Der war zu durchsichtig. Für Dragovic. Sehr gutes Stellungsspiel. Aber die Schalker mit extrem viel Pressing stehen sehr, sehr hoch. Lacazette. Ah, da wollte sich Della Fiore von Ushida davon stehlen. Hat nicht ganz geklappt. Verfahren. Langer Ball. Schalai. Keine Ahnung, ob der als Torschuss zählen sollte oder als Vorlage. So oder so, Baumann ist da. In Sankala. Der Bittencourt war das natürlich. Wieder Leonardo Bittencourt hat jetzt eine Menge Platz. Und spielt diesen guten Ball auf Della Fiore. Der da noch reinrutscht. Geis holt den Kopfball. Aber Schalke kann klären. Draxler. Gut gemacht von Koch. Della Fiore startet durch. Della Fiore. Oh,
Schade. Nochmal die Doppelchance. Für die Gäste aus Mainz, kurz vor der Pause. Aber nichts draus gemacht. Sehr guter Ballgewinn von Johannes Geis. Auch die beiden Sechser heute, Geis und Koch, arbeiten da sehr, sehr viel weg. Koch. Und spielen dann auch noch solche super Zuspiele. Müller. Und da muss man mehr draus machen. Weltklasse Pass von Koch. Und Müller, den hätte er vielleicht auch noch querlegen können. Della Fiore war mitgelaufen, allerdings auch von zwei Gegenspielern bewacht. Dragovic verliert das Kopfballduell. Und nächster Zweikampf von Geist diesmal gewonnen. Aber jetzt ein simpler Doppelpass. Und es ist Julian Draxler mit Saisontor 11. Sekunden vor der Pause. Es ist bitter. Aber ich habe es kommen sehen. Die besten Chancen vergeben. Da sieht Dragovic auch nicht gut aus. Tar auch nicht. Und dann ab ins Dreieck. Mit dem Pausenpfiff. Noch das Gegentor. Das ist sowas von bitter. Und dieser Pfiff, der ist auch bitter. Habt ihr das gesehen? Sensationeller Pass von Nikolai Müller. Lacazette war durch. Und der Schiedsrichter pfeift wirklich ab. Da lässt er schon 20 Minuten nachspielen, aber die 2 Sekunden hat er dann nicht mehr Zeit. Es geht wieder, oder es dreht sich so wieder in die Richtung, FIFA will nicht, dass ich ein Tor schieße, will, dass ich verliere. Habe ich zumindest gerade so den Augenschein. Die anderen Ergebnisse auf den anderen Plätzen zur Pause. Nürnberg-Wolfsburg 1:1 nur für den VfL. Dortmund führt gegen Gladbach 2:0. Bayern führt gegen Freiburg 1:0. HSV führt gegen Hannover 1:0. Stuttgart in Front gegen den Hauptstadtclub Hertha 2:0. Und Hoffenheim führt in Bremen. Die meisten spielen für uns. Aber wir liegen unglücklich 0:1 hinten. Wir haben mehr Ballbesitz, mehr Chancen, machen aber nicht das Tor. Aber hoffentlich in der zweiten Hälfte ist es noch nichts verloren. Also langsam ist das auch echt kein Gefühl mehr, dass wirklich solche gravierenden Fehlentscheidungen immer gegen uns getroffen werden, oder? Ich erinnere mich nur an das Foul von, ich weiß gar nicht, wer das war, auf jeden Fall gegen Leverkusen, als Johannes Geis von hinten deutlich gefoult wurde, wir keinen Elfmeter bekommen haben und im Gegenzug das 1:2 fiel. So ähnlich verarscht habe ich mir jetzt auch gerade eben vorgekommen. So rum wollte ich sagen. Ich bin schon wieder völlig verwirrt. Von dieser geraden Entscheidung in die Halbzeit zu pfeifen. Aber okay. Wir haben noch 45 Minuten Zeit. Haben wir uns auch ein bisschen fast selbst zuzuschreiben, dass wir hier zurückliegen. Aber trauern hilft nicht. Weiter geht's. Mainz 05. Kommt. Und natürlich hat ausgerechnet der das Tor gemacht, den wir vor dem Spiel ironischerweise so ein bisschen gelobt haben, Julian Draxler. Schändler. Ja, der Fiore hoch anzuspielen, das ist kein Erfolgsrezept. Guter Ball, Gewinn von Koch. Komm, schick ihn, den Della Fiore. Der ist schneller als Ayan. Und bringt eine vernünftige Flanke, aber Lacazette verliert das Kopfballduell. Clemens. Und das ist gut gemacht von Geist. Das, oh, Körpereinsatz. Aber sowas kennt Draxler anscheinend nicht. Und es geht Adam Schaloy. Und es kommt Blandi, der Argentinier. Neuzugang von den Boca Juniors. Im Winter gekommen. Gibt sein Debüt hier in der Felddienstarena. Höger. Fuchs. Der kleine Fuchs. Spielt den Langball auf Clemens. Das geht zu leicht. Höger bleibt hängen an Koch. Lacazette. Wer kommt mit? Nikolai Müller. Muss den Langball spielen, aber Matip passt da gut auf. Wir müssen mal ein bisschen ausgeglichener spielen, nicht mehr ganz so defensiv agieren. Aber wir werden noch nicht alles riskieren. Fabrice in St. Kalla riskant.
Bettencourt. Ich glaube, ich war gerade ein bisschen weit vom Mikro weg. Sorry, wenn meine Stimme gerade etwas leise war. Davon habe ich mich wieder irritieren lassen. Dragovic gegen Fafan. Sankalla. Ball kommt an. Und bitte raus das Teil. Konzentration, Leute. Oh, das gibt's nicht. Ta. Chandler. Timothy Chandler. Doppelpass. Gut gespielt. Jetzt die flache Hereingabe. Und das ist Nikolai Müller, der den Pfosten trifft. Optimal gespielt. Alles richtig gemacht. Bloß der Abschluss. Zu schwach, Nikolai Müller. Er wird kein Torjäger mehr. Und es kommt ein weiterer ehemaliger Mainzer. Roman Neustädter. Auch sein Vater hat bereits bei Mainz 05 gespielt gehabt. Della Fiore. Ach, der Ball kommt nicht durch. Matip steht da. Aber auch wie eine 1. Der kamerunische Kapitän. Fafan. Oshida, langer Ball. Sankalla. Passt auf. Befreiungsschlag. Naja. Lacazette verliert das Kopfballduell und auf einmal sind vier Schalker frei vor Baumann. Und jetzt haben die auch Glück. Auch Schalke trifft den Pfosten. Julian Draxler. Und vielleicht hat er das Lob, das Thorsten Lieberknecht vor der Partie geäußert hat, sich doch zu sehr zu Herzen genommen. Vielleicht hat er sonst jetzt den Doppelpack geschnürt. Schalke wechselt, Clemens raus, Shinidu, Obasi rein. Noch etwas mehr als 20 Minuten zu spielen. Chandler. Geis. Sankalla. Della Fiore, Sankalla, gut gespielt. Bittencourt. Aber Lacazette ist kein Kopfballspieler. Aber dafür haben wir noch was anderes auf der Bank. Julian Koch ist auch schon wieder sehr, sehr angeschlagen. Da können wir vielleicht nochmal einen Niki Zimling reinbringen. Oder wartet mal. Nee, wir machen das anders. Bittencourt geht in die Zentrale. Und es kommt Shinji Okazaki und auch Milik wird kommen für Lacazette. Ich hoffe, es bringt etwas. Ein Punkt wäre so viel wert. Obasi. Dragovic. Zurück zu Baumann. Oh, wie offensiv die Schalker stehen. Das ist unglaublich. Trotz der 1-0-Führung. Immenses Pressing, was die Knappen hier spielen. Della Fiore. Oh Mann, der Ball kommt wieder nicht durch. Immer noch ein Schalker Bein. Dazwischen. Obasi. Fuchs. Gegen zwei Mainzer. Holt das Optimum. Den Einwurf raus. Zeit für unseren Doppelwechsel. Milik natürlich ein guter Kopfballspieler. Hier fast mit dem Ball gewinnen, aber auch nur fast. Gut gemacht von Dragovic, Stengste. Und Sankalla, ne, Tabas, der noch blockt. Abschlag links auf den Flügel, auf Okazaki. Wir werden jetzt offensiver spielen. Langer Ball, riskant. Boah, Ball rutscht nicht durch zu Milik. Aber die Schalker finden immer noch eine Anspielstation, selbst in höchster Bedrängnis. Uchida. Aber da merkt man halt auch den Klassenunterschied, zum Beispiel gegenüber einem Gegner, wie zuletzt Köln oder auch Braunschweig. Da sind die Schalker wesentlich besser positioniert, vor allem in der Defensive. Auch wenn wir heute schon in der ersten Halbzeit zu einigen Torchancen kamen. Wohin mit dem Ball? Okazaki hat er noch. Doppelpass. Okazaki, gute Flanke. Was macht Milik denn in der Mitte? Geht einfach nicht zum Kopfball hoch. Legt sich da irgendwie mit dem Flugkopfball hin. Keine Ahnung, was diese Aktion gerade sollte. Blandi fügt sich immer gut ein.
Obasi. Was war daran ein Foul? Der Schiedsrichter ist heute mal wieder ein Witz. Da bleibe ich dabei. Siehe Aktion. 45. Spielminute. Schön, Baumann. Hält uns im Spiel. Aber unser Kader hält den Ball nicht im Spiel. An ihm lag es auch heute nicht, dass wir eventuell hier dieses Spiel verlieren. Wir kommen einfach nicht hin. Es ist wieder so ein Spiel, Leute. Da kannst du machen, was du willst. Der Gegner ist dazu bestimmt, dieses Spiel zu gewinnen. Es gibt solche Tage leider ab und zu. Letzte Minute, nochmal Ecke. Julian Draxler. Volle Offensive jetzt. Hoher Druck natürlich. Aber ihr seht, die Bälle kommen immer an. Durch die Beine jetzt sogar. Dragovic. Und jetzt einfach mal den langen Ball nach vorne. Aber wieder Matip. Und jetzt die Konterchance. Ihr habt nicht gesehen, wie viele Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden. Wir müssen ganz schnell nach vorne. Nö. Ausnahmsweise muss der Schiedsrichter mal pünktlich abpfeifen. Er hat anscheinend noch etwas zu tun. So verlieren wir nach zwei Siegen in Folge. Kleiner Rückschlag, 0:1. Müssen uns aber vor allem spielerisch in der ersten Halbzeit nicht schämen. Wir haben sehr gut mitgehalten. Hatten auch im zweiten Durchgang, man merke sich, die Müller-Chance an den Pfosten, unsere Möglichkeiten gehabt. Aber wir haben sie nicht genutzt und deswegen haben wir auch nicht unverdient verloren, so hart das klingt, hier beim FC Schalke. Guter Gegner, sehr guter Gegner. Und unseren Auswärtsfluch, den tragen wir immer noch mit uns. Wir können einfach auswärts so gut wie nie gewinnen. Die Noten heute eher durchschnittlich. Milik heute auch wieder ein bisschen abgefallen, 5,7 nur. Koch hat mir sehr gut gefallen mit einer 7,3. Und auch Johannes Geis, die beiden Sechser, sehr viel abgeräumt. Aber hat am Ende leider nicht gereicht. Wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen, 50% Ballbesitz in der Veltins-Arena. Aller Ehre wert, aber wie gesagt, keine Punkte. Immerhin verliert Bremen. Und auch Hertha hat im direkten Duell mit dem VfB Stuttgart keine Punkte geholt. Hannover ebenfalls verloren beim HSV. Die Teams da oben bleiben dicht zusammen, denn Wolfsburg hat auch erneut nur unentschieden gespielt, 2:2 in Nürnberg. Und Dortmund mit einem kleinen Befreiungsschlag, 3:0 gegen die andere Borussia aus München-Gladbach. Dann müssten wir jetzt die letzten Stunden dieses Transferfensters miterleben. So sieht's aus. Stadtrennen, keine Ablöse für Marcone. Gladbach, Sorgen um Ganso. Gucken wir mal, was da los ist. Schalke 04 weiter auf Siegestraße. Die scheinen auch noch sehr gut in Form zu sein, die Schalker. Wie gesagt, das ist ein Meisterschaftskandidat. Oh nein, Ganso fällt 7 Tage aus. Also das ist schon nicht peinlich oder sowas, mal auf Schalke zu verlieren. Aber trotzdem, da war heute eigentlich mehr drin. Schade, schade. Können wir nochmal eben einen kurzen Blick auf die Tabelle riskieren. Erstmal auf die Top-Torjäger. Draxler hat da auch wieder getroffen, jetzt auf Position 2. Tor gleich mit Bayerns Wayne Rooney. Und wir gucken mal, wie viele Plätze wir verloren haben. Einen einzigen. Oh, wobei Leverkusen kann uns auch noch überholen. Aber okay, wir sind jetzt ein Pünktchen weg von Tabellenplatz 7. Ist noch alles in Lot. Schalke ist übrigens jetzt nach diesem 1-0 Erfolg Tabellenführer. Und wir haben gegen den Tabellenführer vor allem im ersten Durchgang wirklich gut mitgehalten. Sei an dieser Stelle mal gesagt. Wolfsburg zweiter jetzt, Bayern HSV auch noch in Schlagnähe, genau wie Gladbach. Die Dortmunder jetzt schon ein bisschen Abstand, aber haben auch noch natürlich sehr gute Chancen auf die Champions League. Wir sind jetzt Tabellenneunter. Immer noch punktgleich mit Bremen, ein Pünktchen hinter dem VfB aus Stuttgart. Okay, wir haben 3 neue E-Mails bekommen. In dem Part werden wir jetzt natürlich noch eben schnell... Läuft Kampitz-Vertrag nicht aus, da gucken wir gleich nochmal.
was wollte ich gerade sagen? In diesem Part werden wir natürlich noch eben schnell diesen letzten Transfertag über die Bühne bringen. Uruguay möchte uns als Nationalcoach. Nein. Aktuell ist aus Österreich. Ich glaube, Kampels Vertrag, der lief doch aus, ne? Aber ich glaube, der hat zu viel Gehalt, oder? Kevin Kampel hat ja auch in Deutschland gespielt, bei Bayer Leverkusen. Und, wo war das? War es in Sandhausen? Oder war es beim VfL Aalen, war es, glaube ich, bevor er zu Red Bull Salzburg gewechselt ist und dort für richtig Aufsehen gesorgt hat. Da sollen ja angeblich, hui, der hat nur 35.000, da sein, sollen ja angeblich ganz andere Kaliber an ihm dran sein. Oh, wir haben minimal zu wenig Kohle. Scheiße. Oh, Kevin Kampel wäre natürlich jetzt Hammer. Der Slowene. Oder Slowake? Ne, Slowene ist das, glaube ich. Nachricht von Spielern. Karius, ich bin enttäuscht, nicht in der Startelf zu stehen. Oh, heul doch. Verlängere mal lieber deinen Vertrag, damit du ein bisschen mehr Kohle bekommst. Dann bist du wieder glücklich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Wir haben noch zwei Spieler auf der Leihliste. Tobias Funk und Siebe Schriebers. Ich frage mich und verstehe nicht, warum keiner Schriebers ausleihen will. Der hat eine Stärke von 74. Bei den Vereinen in der unteren Tabellenhälfte, oder den meisten in der unteren Tabellenhälfte, würde er sicherlich helfen. Warum will ihn keiner ausleihen? Auch ist mal wieder Länderspielpause. Nach dem letzten Transfertag. Ach, und da sind wir auch schon am letzten Transfertag mit zwei neuen E-Mails. Vertragsangebot abgelehnt. Mhm. Von Loris Karius. Ich habe mir den Vertrag durchgelesen, kann ich aber so nicht akzeptieren. Kein Budget für eine Vertrags... Ah, ich weiß, woran es liegt. Das werden wir gleich korrigieren. Und Länderspielpause. Memedi und Dragovic wurden für die Schweiz bzw. für Österreich nominiert. Okay. Ich hoffe, die beiden kommen verletzungsfrei zurück. Ansonsten haben wir ein kleines Problemchen. Aber warum er jetzt gesagt hatte, dass wir nicht genügend Budget hätten, das liegt daran, dass wir bei Transferbudget 0 Euro eingestellt haben. Und das ist nämlich so, bei Vertragsverlängerung bekommen die Spieler ja eine Unterschriftsprämie oder einen Bonus für die Unterschrift. Und die wird vom Transferbudget abgezogen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die bei Karius war, vielleicht nur 2000 Euro oder sowas. Deswegen müssten wir minimal beim Transferbudget noch was übrig lassen, damit die Vertragsverlängerung auch über die Bühne gehen kann. Probieren wir es noch einmal. Wo ist er? Da ist er. Karius, zweiter Versuch, 7100 hatten wir ihn beim letzten Mal angeboten, so auch dieses Mal Rotationsspieler, da seht ihr jetzt Unterschriftprämie knapp 3000 Euro, aber die müssen halt beim Transferbudget dann halt gut geschrieben sein, wir wollen nur um ein Jahr verlängern, optimal. So sollte das im Normalfall dann auch funktionieren. Gucken wir uns das mal an. So, letzter Transfertag. Wir gucken mal vorher noch auf den Kalender. 2 Wochen Pause. 3 Wochen Pause sogar. Wegen Länderspiele und so. Und danach geht es weiter mit einem Heimspiel gegen München-Gladbach. Bevor wir dann nach Hannover fahren. Und das war es dann auch schon mit dem Monat Februar. Ah, Platz 10. Wir sind noch ein bisschen runtergerutscht. Leverkusen scheint auch gepunktet zu haben. Aber alles noch in Reichweite. Unser Ziel ist immer noch Platz 7, ganz klar. So, Kevin Kampel können wir dann wahrscheinlich auch abschreiben. Würde ich gerne ein Angebot für die nächste Saison machen. Ja, aber aus besagten Gründen, weil wir nicht genügend Gehaltsbudget haben und Schriebers nicht verliehen bekommen, wird das wohl leider nichts. Top-Transfers, neueste Transfers. Fred wechselt nach Lyon. Ist das der Brasilianer Fred? Real Madrid holt sich irgendein Talent aus Brasilien. Lloris will nicht zu AS Monaco. Damit ist nicht unser Loris Karius gemeint, sondern höchstwahrscheinlich Hugo Lloris. Ebert will nicht zu Wolfsburg. Den wollten sie doch schon mal holen. Aber anscheinend will Ebert nicht. Gucken wir mal kurz, was die anderen Vereine hier getan haben. Belandi zum FC Schalke, Aguero,
hat die Bayern verlassen. So viele Transfers waren ja gar nicht in dieser Winterpause. Hertha hat jemanden verliehen, wahrscheinlich Locho Dimos. Freiburg hat Teuerkauf verliehen, Rondon gekauft. Sehr guter Neuzugang. Aber ansonsten sehr wenig Transfers. Katletz haben wir auch schon in Aktion gesehen. Nürnberg hat sich gut verstärkt mit André Hahn und Agassi. Wir haben Dragovic gekauft und Hahn verkauft. Ansonsten im Winter nicht viel passiert. Dortmund hat Bekovic noch verkauft. Haben wir alles aber auch schon gesehen. Und ansonsten ist auch nicht viel passiert. Okay, gehen wir mal weiter. Vielleicht passiert ja noch was an diesen letzten Transfertag in den letzten 10 verbleibenden Stunden. Ich hoffe immer noch, dass wir Schrievers eventuell verliehen bekommen. Dann könnte mir Kampel tatsächlich noch ein Angebot machen. Aber sieht momentan eher schlecht aus. Da waren es nur noch 8 Stündlein. Oh, da ist ein Transfer passiert. Ederson wechselt zu Nizza, ist das, glaube ich, das Wappen. Ist das sogar der Ederson, der schon mal in Frankreich gespielt hat? Und ich glaube, der war doch auch mal bei Nizza, oder? Ich glaube, das ist ein anderer Ederson. Ich glaube, den verwechsel ich gerade mit einem anderen Spieler. Wolfsburg hofft bald, Kuba zu verpflichten. Die wollen anscheinend einen neuen Spieler für das rechte Mittelfeld holen. Interessant. Luis Gustavo immer noch im Visier vom USC Lille. Können Sie ruhig kaufen. Ist ein Konkurrent von uns auf jeden Fall schwächer. Oder wäre er schwächer. Nur noch 7 Stunden. Die Hoffnung schwinden, dass wir noch irgendwas transfertechnisch machen können. Aber muss ehrlich gesagt auch gar nicht sein. Die Boca Juniors verkaufen ihr Megatalent Sanchez Minho zu Manchester United. 15,5 Mille. Der zweitteuerste Transfer in diesem Transferfenster. Der andere war ebenfalls von Manchester United, nämlich Kun Agüero. Also ManU scheint hier nochmal nachzurüsten. Ich glaube, das werden sie auch in Real Life im nächsten Sommer tun. Denn da ist nach dem Abgang von Sir Alex Ferguson alles drunter und drüber gegangen. Und die Bayern verkaufen ihren nächsten Spieler. Brauchen die Bayern auf einmal Kohle oder was ist da los? Erst Kun Agüero weg und jetzt verkaufen sie Ola John für 22,5 Mille zu Inter Mailand. Wäre doch mal im Real Life so viel wert. Ich glaube, der HSV würde nicht mal ein Hundertstel von dieser Ablösesumme momentan für ihn bezahlen. Aber okay, Evian gewinnt Rennen um Modest. Oh, verlässt er den ersten FC Nürnberg anscheinend, der ehemalige Hoffenheimer. Hier noch irgendwas Interessantes. Jetzt wollen die Bayern wieder zusätzliche Optionen im Sturm. Ah, haben sie jetzt Spieler verkauft, um Geld zu schaffen für Gareth Bale? Wenn die das jetzt durchziehen, dann Chapeau FCB. Dann wird die wahrscheinlich nie wieder irgendjemand einholen. Atalanta gewinnt Rennen um Natko. Interessant. Hannover verkauft Natko, gewinnt aber Rennen um Lukas Prato, der mir gerade gar nichts sagt. Immobile wechselt vom FC Turin zum AC Mailand. Interessant. Spanien mit Europameisterschaftssieg. Ja, das ist schon ein bisschen älter, diese News. Gucken wir nochmal ganz kurz die Transfer-News durch, ob hier noch was ist. Atalanta Bergamo. Wer ist er denn? 6 Millionen Euro für den 28-jährigen Stürmer. Okay, Stürmer brauchen sie auf jeden Fall. Die 96er. Aber ansonsten ist auch hier nichts wirklich Neues. Da waren es nur noch 4 Stunden. Und ich frage mich immer noch, warum keiner Schrievers ausleihen will. Aber das werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr erfahren. Oh, aber wir werden erfahren, dass noch 2 interessante Transfers gerade über die Bühne gegangen sind. Luis Gustavo verlässt den aktuellen Tabellenzweiten der Bundesliga, den VfL Wolfsburg, und geht tatsächlich zum USC Lille für 6 Millionen. Aber dafür verpflichtet Wolfsburg Jakub Blaschikowski. Und Olympique Lyon gewinnt Rennen um Javier Hernandez. Ist Dortmund völlig von der Rolle? Sie verkaufen jetzt Kuba für 8 Millionen und sie verkaufen auch Javier Hernandez für 11 Millionen an Lyon. Dann haben die 3 Spieler in dieser Winterpause verkauft und der Kader ist ohnehin schon sehr dünn besetzt. Also Dortmund macht mir ehrlich gesagt etwas Sorgen. Krass. Jetzt haben sie auch keinen Stürmer mehr.
geht da tatsächlich doch noch was Richtung Platz 6? Nein, aber nee, ich glaube, der Ofen ist aus, der Zug ist abgefahren, der Drops ist gelutscht. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, da haben wir ganz realistisch gesehen keine Chance mehr. Aber trotzdem sehr interessante Transfers, die hier in der Winterpause vollzogen werden. Crazy, crazy. Und jetzt pass auf, in der letzten Stunde holen die Bayern noch Gareth Bale. Da war auf jeden Fall ein teurer Transfer eventuell dabei. Pandev sagt Nürnberg ab. Juba will nicht zu Genua, Griezmann will nicht zu PSG. Finde ich gut. Griezmann ist ein sehr sympathischer Spieler. Okore wechselt für 13,5 Millionen zu Atletico Madrid. Den hatten wir ja vorhin, beziehungsweise im letzten Part war es, glaube ich, noch ganz kurz im Blickfeld gehabt. So, und dann die letzte Stunde auch noch eben durch. Dann sind wir ohne Transfers noch geblieben am letzten Transfertag. Aber musste auch nichts zwingend mehr sein. Damit ist die Transferphase vorbei und wir gehen in den Monat Februar. Jetzt muss es auch ohne Choupo-Moting gehen. Der ist allerdings schon im Sommer weggegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder so ein netter FIFA-Bug ist, aber sieht schon fast danach aus. Spiel des Monats bekannt gegeben. Können wir auch nochmal eben gucken. Das wurde nämlich Oliver Baumann vom FSV Mainz 05. Sehr schön. Jetzt muss es auch ohne Choupo-Moting gehen. HSV siegt im Elfmeterschießen gegen Kaiserslautern. Gegen die sind wir ja in der zweiten Runde im DFB-Pokal gescheitert. Da gucken wir uns gleich auch noch die Ergebnisse vom DFB-Pokal an. Ihr wollt mich doch allen Ernstes verarschen, oder? Respekt FCB. Aguero verkauft, Ola John verkauft und sie holen für 71,5 Millionen Euro. Das ist der teuerste Transfer in dieser FIFA, nicht nur FIFA 14, sondern auch FIFA 13 Karrieremodus Geschichte. Da war kein Mann teurer als Gareth Bale. 71,5 Millionen. Eine echte Sensation für die Bundesliga. Finde ich cool, dass er zum FC Bayern kommt. Und ich glaube, der dürfte auch gesetzt sein. Gegenüber zumindest einem Kun Aguero, der wirklich nur auf der Bank war. Sunderland gewinnt Renn und Kiefrag. Und Wolfsburg kassiert auch nochmal ordentlich Kohle. Für einen 29-jährigen Torwart 9 Mille. Das ist eine ganz gute Summe, glaube ich. Die haben ja noch einen Diego Benaglio im Tor. Aber auch beim VfL Wolfsburg einige Veränderungen jetzt in der Winterpause. Bei den ganzen Spitzenmannschaften. Bayern hat jetzt kräftig umgestellt. Wolfsburg hat kräftig umgestellt. Die Dortmunder haben kräftig verkauft. Aber da war echt jede Menge drin. Und ich sagte es doch vor wenigen Sekunden, okay, Minuten. Bestimmt in allerletzter Sekunde kaufen die Bayern den Gareth Bale. Und sie tun's tatsächlich. Wie krass, wie krass. Crazy, crazy. Okay, neuer Monat. Das bedeutet natürlich, bevor ich es vergesse, eventuell ein neuer Teambericht. Mit eventuell Stärke-Updates. Würde mich freuen, aber auf den ersten Blick sieht es nicht danach aus. Doch, Fabrice Nsankala hat sich auf eine 78 verbessert. Sehr schön. Jonas Geis hatte schon vorher 73. Und Della Fiore. Ja, sieh mal an. Es lohnt sich, Spieler einzusetzen. Verbessert sich bereits auf eine 74. Aber Lacazette. Das verwundert mich so ein bisschen. Noch keinen einzigen zusätzlichen Stärkepunkt bekommen. Sehr schade. Unser bester Torschütze immerhin. Memedi, Kouyaté, Gastion, Milik, Karius, Okazaki, Xabi Alonso auf eine 71. Das war schon im letzten Monat der Fall. Und ansonsten alles gleich geblieben. Auch Van Isegem, unser Leihspieler aufs, beziehungsweise an Anderlecht, hat sich auch mal wieder verbessert. Aber ob ich mit ihm in der nächsten Saison plane, weiß ich auch noch nicht so recht. Haben momentan ja 4 Innenverteidiger. Ich glaube, er wäre ein Kandidat, den wir auch eventuell verkaufen könnten. So, nochmal 2 E-Mails. Nationaltrainer auf Fährte, egal. Letzte Frist abgelaufen. Ebenfalls egal. Und jetzt könnte ich theoretisch eigentlich auch meinen Scout-Auftrag löschen. Das mache ich auch.
löschen, dann, denn dann hören die Scouts jetzt endlich mal auf zu scouten. Nein, danke, tue ich später. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht jeden zweiten Tag daran erinnert, dass ich keine Scout-Aufträge angelegt habe. Aber mir ist das bewusst und ich habe es bewusst auch so eingestellt. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die Verträge. Zimling ist der einzige, dessen Vertrag ausläuft. Karius ist gerade noch in Verhandlungen, genau. Ansonsten sieht ja alles so eigentlich ganz knorke aus. Und wir können weiter im Kalender vorangehen. 3 Wochen Pause. Bis auf unsere beiden Nationalspieler Dragovic und Mimidi können sich alle jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Deutschland abgegrast, Frankreich abgegrast. Aber dafür dürften jetzt eigentlich keine E-Mails mehr kommen von den ganzen Scouts. Von wegen 5 neue Spieler, 3 neue Spieler, blablabla. Karius kündigt Mainz 05 Verantwortlichen seinen Wechsel an. What the fuck? Also der will es echt wissen, der sucht sein Heil in den Medien und beim Präsidium. Nationaltrainer auf Werten sind mir immer noch egal. Zurückgezogen, abgegrast, abgegrast. Können wir alles getrost löschen. Oh, ich habe sogar noch was hier im Nachrichtenarchiv. Die Dinger können natürlich auch weg. So, der Park geht jetzt schon wieder über 40 Minuten. Aber das kennt ihr ja von den Parts, die mitten in der Transferphase stecken. Kommen wir schon wieder 2 neue E-Mails. Weiter Spekulation um Karius. Nico Bunga, Transferanfrage. Und Okazaki sagt, danke Chef. Kein Ding. Ich hoffe nicht dafür, dass ich dir die Seife gereicht habe. Egal. Puh, die 3 Wochen gehen ja sehr, sehr schnell um. Ey, wieso finden die Scouts jetzt wieder Spieler? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich will doch keine Spieler. Gucken wir mal schnell die E-Mails durch. Zurückgezogen von Schweden. Ach, Abschlussbericht, okay. Das ist dann was anderes. Blablablieb. Pressekonferenz nehmen wir mal wieder an. Und zwar gegen München Gladbach. Motivieren wir mal wieder unser Team nach der Niederlage gegen den FC Schalke. Ein bisschen Aufbauarbeit. Karius, was meinen Weggang betrifft. Okay, er sagt, das ist eine ähnliche Situation wie vor einigen Parts bei Julian Koch. Der erst sagte, ich möchte auf jeden Fall weg. Der Verein ist scheiße, ey. Und dann kommt er wenige Tage später wieder an. Na, vielleicht bleibe ich ja doch. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall scheint er unser Angebot abgelehnt zu haben. Okay, gibt aber Schlimmeres. Danke, Chef. Ja, 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 dass er mal wieder spielen darf. Und Nico Bungert will uns verlassen. Trainer, ich habe Ihnen oft schon einmal gesagt, dass ich nicht oft genug eingesetzt werde. Ich möchte daher, dass Sie mich auf die Transferliste setzen. Was natürlich so viel Sinn macht, weil die Transferfenster, das Transferfenster geschlossen ist. Ne? Deswegen grinse ich auch so ein bisschen. Ich möchte zu einem Verein wechseln, bei dem ich regelmäßig spiele. Vielleicht in der nächsten Saison. Mal gucken. Aber Nico Bungert ist momentan noch ein fester Bestandteil von Mainz und das wird er auch bleiben. Ich kann mal zwischendurch wieder in die Jobangebote gucken, wenn der Part ohnehin schon wieder Überlänge hat. Guck mal kurz Dortmunds Kader angucken. Das ist Dortmunds Stammkader. Die erste Elf liest sich ja noch einigermaßen gut, aber ich glaube, das, was dahinter kommt, ist nicht mehr ganz so stark. Der Kader ist sehr stark dezimiert. Und natürlich wieder die ganzen italienischen Vereine, Juventus Turin, Turin, Udine, Florenz, Genua, das ist ja die halbe italienische Liga, wo wir uns bewerben könnten. Das aber natürlich nicht tun. So, ich möchte mal ganz kurz auf die Verträge. Na, Vertrag abgelehnt tatsächlich. Aber okay, da warten wir dann also noch ein paar Wochen ab. Wenn er nicht mehr Kohle will, auch okay. Spar mir ja auch immerhin 3000 Euro pro Woche ein. Mainz 05 Chef, Fortschritt durch Konstanz. Leverkusen Hoffenheim spielen 0:0 und Götze fällt 4 Monate aus. Die armen Bayern. Lieberknecht ist nicht unser Mann, sagt Schweden. Vereine buhlen um die Unterschrift von Karius. Mhm. Sollen sie mal buhlen. Ich gehe in der Zeit baulen. Oh, oh, oh. Oh. Ja, ich weiß, es wird wieder spät.
Es wird Zeit, den Part zu beenden. Julian Draxler schon wieder doppelt getroffen. Wir gucken mal eben auf die Tabelle, denn wir spielen mal wieder auf einem Sonntag. Sprich, die Hälfte der Bundesligisten hat schon gespielt. Schalke immer noch Tabellenführer, 3 Punkte vor den Bayern. Wolfsburg kann allerdings noch nachlegen. HSV auf 4, Dortmund auf 5. Und wir spielen jetzt gegen den Tabellensechsten aus Gladbach. Die haben auch schon 45 Punkte. Selbst wenn wir gewinnen sollten, wären wir bei 32. Dann hätten wir noch 13 Punkte Rückstand. Also das können wir definitiv aufschließen. Platz 7 ist unser Ziel. Und mit einem Sieg können wir mal wieder punktemäßig zu Werder Bremen aufschließen. Leverkusen und Stuttgart haben auf jeden Fall nicht gewonnen an diesem Spieltag. Das ist gut. Hertha spielt allerdings auch noch. Die müssen dann theoretisch ja gegen... Ah ne, sind 3 Sonntagsspiele, so wie es aussieht. Okay, ich habe nichts gesagt und wollte nichts sagen. Außer, dass es so langsam auch mit diesem Part von Let's Play FIFA 14 Karrieremodus ein Ende hat. Beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich wieder. Dann geht es wieder zurück auf den Platz. Mit der Partie Mainz 05 gegen den aktuellen Tabellensechsten Borussia Mönchengladbach. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Hattet ein bisschen Spaß mit diesem Part. Wenn ja, gebt doch einfach mal einen Daumen nach oben oder schreibt einen netten Kommentar. Das hilft mir und meinem Kanal besser gefunden zu werden. Sorry, wenn ich das ab und zu einfach mal am Ende eines Partes immer wieder erwähne. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao, euer Keller.